Ich möchte heute über Retention sprechen. Ich sehe mich hauptsächlich als Prothetiker. Und als Prothetiker macht man ja sehr viel Kronen und Brücken. Und die Stümpfe retentiv zu präparieren, einen geometrischen Halt zu erzielen, ist eigentlich eine meiner Hauptaufgaben. Die zweite Hauptaufgabe ist es, einen guten Abdruck zu liefern. Und ich merke immer wieder in den praktischen Kursen, dass vielen Kollegen gar nicht bewusst ist, was ist eigentlich Retention? Wie definiert sich das? Ist auch nicht in vielen Büchern beschrieben, habe auch lange gesucht, bis ich das dann irgendwo ausgegraben habe in einem Lehrbuch von 1960. Und deswegen möchte ich da ein bisschen das mal erläutern. Schauen wir uns mal den Mindestplatz an bei Vollkeramik. Das schwankt natürlich von Material zu Material. Es gibt Materialien, die kommen da mit weniger Schichtstärke aus, aber daran sollte man sich immer halten. Was der Hersteller für sein Material vorgibt, da sollte man idealerweise nicht unterschreiten. Da hat der Jürgen Wallmann auch gestern ein sehr schönes Set gezeigt mit so Tiefenmarkierern. Also die werde ich mir auch gleich besorgen, die empfehle ich jedem, wer es nicht gesehen hat vom Jürgen Wallmann. Kleine Versenkbohrer, mit denen man okklusal sich gleich mal seine okklusale Reduktion einstellen kann. Super Sache. Diese Schichtstärke, die schwankt natürlich bei einer Krone, weil ein Zahn ja keine Kugel ist oder kein Zylinder ist, sondern irregulär geformt ist und an manchen Stellen mehr Überhang und weniger Überhang hat. Klinisch hat es sich am besten bewährt, immer sich an der Präpgrenze zu orientieren. Unten an der Präparationsgrenze eine möglichst gleichmäßige Stufe zu erzielen. Und da muss man natürlich an bauchigeren Anteilen mehr entfernen und an flachen Anteilen weniger. Also immer beim Präparieren auch von okklusal schauen. Da man unten ja keine brutale Stufe reinpräpariert, sondern einen leichten Verlauf, reduziert sich dann diese Mindestschichtstärke an der Kronengrenze doch ein bisschen von diesem Millimeter auf 0,6 oder 0,8. Hier sieht man schön, wie das doch eben unterschiedlich ist, wie viel man da an der entsprechenden Stelle abtragen muss. So sieht eine Idealpräparation für Vollkeramik aus. Alles ist schön abgerundet, eine völlig gleichmäßige Stufe und die Anatomie ist auch berücksichtigt. Der Zahn wurde im Okklusalrelief abgesenkt und geschrumpft. Das ist eine Präparation, die an der Uni Aachen gemacht wurde im Rahmen einer Studie und ich war wirklich froh zu sehen, dass die genauso präparieren wie ich, weil dann bin ich nicht irgendein Zahnarzt, der da was erzählt, sondern auch Hochschulen definieren das, dass das eigentlich die Idealpräparation sein muss. Jetzt ist jede Präparation automatisch, logischerweise, immer das Negativ des Instruments. Sie können nicht, wenn Sie ein falsches Instrument haben, eine bestimmte Präparation erreichen. Torpedos sind die beliebtesten Instrumente in Deutschland, sind wunderbar für Goldränder, aber nicht für Vollkeramik. Das ist, von den Torpedos müssen Sie sich bei Vollkeramik verabschieden. So sieht einfach mal ein klinisches Beispiel einer Vollkeramikkrone aus, mit einer ausgeprägten Hohlkehle. Ich zeige Ihnen dann auch gleich die Instrumente. Wenn jetzt einer meint, ja 0,8 mm oder 1 mm Stufe zervikal, das ist ja gefährlich, da laufe ich ja Gefahr, die Pulpa zu schädigen. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wenn man Mikro-CTs von extrahierten Zähnen macht, sind es immer 2 mm Zahnsubstanz an der Schmelzzementgrenze zur Pulpa. Ich weiß nicht, ob das ein Naturgesetz ist, ist auch egal, welchen Zahn man da nimmt, ob das so ein Molar ist. Alles, was grau ist, ist mehr als 2 mm. Grün ist genau die Grenze, 2 mm. Da haben wir viele Zähne angeschaut, ins CT gesteckt und die Pulpa geht auch nicht voll in die Krone rein. Die ist oft viel kürzer, als man vielleicht befürchtet. Sie sehen, die klinische Krone ist immer grau. Wir haben da immer mindestens 2 mm Platz. Und wenn wir da 0,8 ausgeprägte Hohlkehle präparieren, braucht man sich keine Sorgen zu machen hinsichtlich der Pulpenschädigung. Schauen wir uns einen Frontzahn an. Das sind auch jetzt einfach mal so Mittelwerte oder so ein Range, der von verschiedenen Herstellern für Keramiken angegeben wird. Eines der Hauptprobleme, was die Zahntechniker haben, ist, dass palatinal zu wenig präpariert wird. Das ist einer der Hauptfehler, den wir Zahnärzte machen. Es ist auch schwer. Da ist oft einfach nicht genug Platz, Tiefbiss. Untere Frontzähne, die sich eingebissen haben, die schon so richtige Spurrillen palatinal in die Zähne reingewetzt haben. Also darauf immer achten, dass man auch palatinal genug Platz schafft. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dreidimensional, so eine zweidimensionale Grafik ist ja immer relativ easy, da mal so eine Schichtstärke einzuzeichnen. Wenn man das auf den Zahn körperlich umsetzt, dann zeigt sich, dass das schon recht viel ist, wenn man an einem, und das ist jetzt ein zentraler Schneidezahn, der ist groß. Machen Sie dasselbe an einem Zweier,
dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also reduziere ich vom Zahn einfach mal einen Millimeter gleichmäßig. Was bleibt übrig? Sowas. Damit kann kein Zahntechniker was anfangen, weil das ja unter sich gehend ist. Also müssen Sie Ihren Konuswinkel präparieren. Wenn man den Konuswinkel präpariert, wird das Ganze schon viel, viel kürzer. Vor allem, weil Sie inzisal ja auch keine messerscharfe Kante stehen lassen können. Das Dentin sieht so aus. Das Dentin läuft ganz scharf aus. Eine Inzisalkante für eine Kronpräparation muss abgerundet sein. Dadurch verkürzt sich das Ganze. 3 bis 6 Grad Präparationswinkel. Und schon ist das gar nicht mehr so viel, was da übrig bleibt. Und deswegen scheuen wir uns davor, die Zähne so zusammenzuschleifen. Und es bleiben, und palatinal wird zu viel stehen gelassen. 1,5 mm, das sind dann schon Endozähne. Also Sie schaffen das dann fast nicht, 1,5 mm zu präparieren, ohne da die Pulpa massiv ins Risiko zu setzen. Einfach mal klinische Beispiele. Es kommt ja dann oft dazu, dass wir auch noch Stellungskorrekturen vornehmen wollen und an manchen Stellen noch mehr entfernen und dadurch dann ja noch näher irgendwo an die Pulpa kommen. Also zum Thema Retention. Was ist Retention? Retention hat primär mal nichts mit den Abzugskräften zu tun in Einschubrichtung. Sie können ja auch Teleskopprothesen machen, die sind völlig parallel und Sie können sie wunderbar rein aufstecken. Also Sie können jede nicht unter sich gehende Präparation von der Einschubrichtung aufschieben. Und je konischer das wird, fallen da die Abzugskräfte auch massiv in den Keller. Das ist nicht Retention. Das sind einfach mal mathematisch simulierte Präparationswinkel, damit Sie einfach mal im Bild so eine Vorstellung haben, was sind denn 3 Grad, 6 Grad, wenn im Lehrbuch steht 6 Grad Konuswinkel, was sind 15 Grad? Also 15 Grad sind schon sehr, sehr konische Präparationen, wie Sie hier sehen. Und ein konventioneller Zement hat keine Haftkraft und hat keine Zugkraft. Solche Kronen werden Ihnen leichter abfallen, weil solche Präparationen adhesiv befestigt werden müssten. Und, habe ich eben gesagt, hat keine Hafteigenschaften und eben sehr schwache Zugkräfte. Auch Glasonomerzemente sind nicht ausreichend bei nicht retentiven Präparationen. Ist eine Präparation nicht retentiv, müssen Sie kleben. Aber woher wissen Sie jetzt, ob Ihr Stumpf retentiv genug präpariert wurde oder nicht? Das ist die Forderung laut Hersteller, Lehrbuch, Universitäten. Das ist die Realität. Und leider noch viel schlimmer. Es gibt da Studien, da ist man in Fresszentren gegangen, hat einfach Arbeiten aus dem Alltag ausgewertet. Jan-Frederik Gütt, Uni München, hat diese Werte veröffentlicht. Das ist eine Katastrophe. Bis zu 40 Grad Präparationswinkel, die da im Alltag passieren. Es ist immer die Gefahr, dass wir zu konisch präparieren. Selten die Gefahr, dass wir zu parallel präparieren. Also immer dran denken, lieber steiler als zu konisch zu präparieren. Retention ist durch 4 Eigenschaften definiert. Hat nur mit der Geometrie des Stumpfes und der Krone zu tun. Hat nichts mit der Rauigkeit zu tun, nichts mit dem Zement zu tun, sondern es sind wirklich nur die Form, die Sie 100% beeinflussen können. Wenn Sie einen Zahn präparieren, können Sie Retention zu 100% beherrschen, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Es ist die Länge des Stumpfes. Je länger ein Stumpf, desto retentiver. Es ist der Konuswinkel, logischerweise. Je paralleler, desto retentiver. Die Größe der Zementfuge, eine lümmelige Krone, die da rumwackelt, die ist nicht so retentiv, die eine da sitzt und schön fast eine Presspassung hat. Und auch die Breite. Es ist nicht nur die Länge. Es ist das Längen-Breiten-Verhältnis, was am Ende Retention ausmacht. Denn Retention ist definiert als der Widerstand gegen das Herunterrotieren einer Krone vom Stumpf. Wenn Sie eine Krone versuchen abzudrehen, dann sitzt die an einer Ecke auf, an der Präp-Grenze. Und irgendwann gibt es da oben einen blockierenden Bereich, der verhindert, dass sie sich ganz ablösen kann. Das müssen Sie immer im Kopf behalten. Und es gibt nicht axiale solche schrägen Belastungen. Bei Brücken exzentrische Belastungen, bei schrägen Schrägflächen auf der Okklusalebene oder bei Belastungen außerhalb der Krone. Sobald Sie auf der Okklusalfläche innerhalb der Präparationsgrenze belasten, ist eine reine Druckbelastung. Aber es geht um diese Kippbelastungen, die nun mal im Mund vorkommen. Verwindung des Unterkiefers kennen wir alle, distaler Pfeiler einer Brücke dezementiert sich. Man kann sich das also zweidimensional vereinfacht so vorstellen, das ist natürlich ein dreidimensionales Geschehen, Retention, dass man die Krone nimmt, herunterrotiert und dann entsteht da oben im Idealfall ein hemmender Bereich. Und Retention ist umso höher, je besser das Verhältnis von hemmendem Bereich zu freilaufendem Bereich darunter ist. Und damit, mit diesem Modell ist dann auch völlig klar, wenn man alle anderen drei Parameter gleich lässt und jetzt immer nur die einzelnen Eigenschaften verändert,
alles gleich, nur länger, da oben entsteht Retention. Paralleler, an der oberen Ecke, rechts entsteht Retention. Schmaler Stumpf, kleinerer Rotationswinkel, nicht so ein großer Radius, retentiv. Und Sie sehen, Retention entsteht immer an der Oberkante der Präparation, nicht unten an der Präp-Grenze. Ist auch wichtig zu bedenken. Und das kann man auch mathematisch simulieren und ausrechnen, ist auch gar nicht so trivial. Habe mir da mal eine Software schreiben lassen, weil mich dieses Thema schon sehr beschäftigt. Ich will ja, dass meine Kronen nicht alle runterfallen. Und Sie sehen, dass bei solchen alltäglichen Präparationen es nicht unbedingt viel ist, was wir da an Retention generieren. Und sie ist immer an der Oberkante. Und das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Man denkt, der ist ja lang, dieser Prämolar. Das ist jetzt kein kurzer Stumpf. Wir haben ja hier eine richtig lange Fläche. Leider ist dieser Stumpf an einer Seite auch überhaupt nicht retentiv. Gerade an der langen Seite. Warum ist er an der langen Seite nicht retentiv? Denn Retention kann immer nur entstehen oberhalb der Koronal der gegenüberliegenden Präp-Grenze. Denken Sie an den langen oberen Dreier mit einer großen Rezession, palatinal aber vielleicht nur 2 mm kurz. Sie denken an einen langen Eckzahn. In Wirklichkeit kann das nach palatinal wegrotieren. Deswegen funktioniert die Retentionsrille eben. Durch die Retentionsrille wird der Radius verkleinert, der Stumpf paralleler gemacht und Sie erzeugen sich Retention in diesem oberen blockenden Bereich. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, bei jeder Molarenkrone eine Retentionsrille zu schleifen. Ist nichts dabei. Schleifen Sie immer bei jeder Molarenkrone eine Retentionsrille. Und die habe ich früher so lang gemacht, weil ich es nicht wusste. Aber wenn man dann diese Analysen sich anschaut, sieht man, die muss nicht lang sein. Die muss nur 1,5 mm oben an der Kante angesetzt werden. Dann brauchen Sie auch keine Angst haben, dass Sie zur Pulpa irgendwo in die Nähe kommen. Und machen Sie die breit genug. Der Techniker muss wissen, dass das nicht ein Präp-Fehler ist und er es wieder ausblockt. Und dann haben Sie den Rad, Sie haben quasi zwei Prämolaren draus gemacht und da oben retentive Bereiche geschaffen. Alter Fall, da habe ich noch lange Retentionsrillen gemacht. Sie können auch eine zweite Retentionsrille auch noch reinmachen. Auch im Frontzahnbereich, dreieckige Stümpfe, die haben keine Retention in orovestibulärer Richtung. Palatinal auch ab und zu mal dran denken, vielleicht eine Stufe rein zu präparieren. In den Eckzahn, in den Frontzahn, weil Sie dadurch dann auch wieder sofort den Kippmeider eingebaut haben. Und das ist aus meiner Sicht auch der einzige Grund, warum sich lange Brücken distal dezementieren. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Geschiebebrücke gemacht, wüsste auch nicht, warum das sein muss und wann sie es reindrückt oder nicht. Wenn Sie hinten steil genug präparieren, dann können Sie auch Ihre Brücken sicher verankern. Und auch da immer distal noch eine Retentionsrille reinmachen. Und hier ist einfach mal ein klinisches Beispiel. Ich habe mir auch angewöhnt, bei jeder 01 lange Brücken zu testen. Mit dem Scaler runtergehen und schauen, ob die hinten sich vielleicht dezementiert hat. Und Sie finden ab und zu welche. Und wenn Sie einen Patienten haben, der an einer Brücke unklare Beschwerden hat, das Röntgenbild schaut super aus, der Mund schaut super aus, es kann am distalen Pfeiler der ganze Zement ausgewaschen sein und da ist tatsächlich, sind da Beschwerden da. Und wenn Sie das nicht merken bei einer VMK, der Zahn ist drunter Matsch, das ist eher schlecht. Also hier war das genau der Fall, unklare Beschwerden. Es ist oft schwer, das festzustellen, ob die Brücke dezementiert ist oder nicht. Wenn da vorne vielleicht noch zwei Prämolaren verblockt sind, sie ziehen und machen, aber dann muss man ganz genau mit der Lupe schauen, ob da ein Wasserfilm sich bewegt. Und Sie sehen, was hier das Problem war, distal zu flach präpariert. Denn die Einschubrichtung wäre eigentlich zu den Prämolaren viel steiler gewesen. Habe dann mit adhesivem Aufbau, hier mit Composite, Lichthärten das aufgebaut, dann versucht eine maximal parallele Präparation anzulegen. Wir haben den distalen Pfeiler auch nicht verblendet, sondern Vollzirkon so gelassen, dass wir okklusal dünn bleiben können. Eine Retentionsrille angelegt und die Brücke würde ich dann aber auch eher mit einem selbstadhesiven Zement oder zumindest mit einem kunststoffverstärkten Zement und jetzt nicht mit Phosphatzement einsetzen. Für diese distalen Bereiche, der ist natürlich damals zu konisch geworden, weil es sehr schwer ist, hier bei so einer kleinen Mundöffnung parallel zu präparieren. Da gibt es eine super Sache von Comet, kennen nicht viele und ist jetzt auch jetzt nicht hier das Hauptprodukt. Instrumente mit kurzem Schaft, die Sie komplett versenken können im Handstück, weil Sie dann einfach Länge gewinnen. Oder Sie nehmen halt so ein Kinder-Mikro-Handstück. Aber mit den Instrumenten kommt man sehr gut auch mal distal am Pfeiler ran, wo Sie ansonsten nicht hinkommen. Für Vollkeramik können Sie diese Formen alle nehmen, wenn Sie lustig sind. Das sind geeignete Formen für Vollkeramikkronen. Entweder abgerundete Kante, wenn Sie mehr eine Stufe präparieren wollen, oder Vorkopfrund, dass Sie eine schöne ausgeprägte Hohlkehle haben. Wir haben damals schon vor Jahren mit Kollegen so ein Set entwickelt für die vollkeramische Kronenpräparation. Da sind aus meiner Sicht immer noch genau die Instrumente drinnen, die man braucht. Das können Sie sich hier zeigen lassen. Und
Beide diese Formen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und es gibt angeblich eine DGZMK-Stellungnahme, formkongruentes Finieren, halte ich für Schwachsinn. Warum soll ich formkongruent finieren? Ich bin freischaffender Künstler, ich darf mit einem vorpräparieren, mit dem anderen finieren. Mache ich auch so, denn der Vorteil des Zylinders ist, den kann ich fast komplett versenken. Ich schädige die Gingiva da nicht so leicht und kann mit einem Zylinder, 1 mm Durchmesser oder 1,2 mm Durchmesser, ganz schön eine gleichmäßige Stufe anlegen. Der abgerundete Konus, der wird ja nur zur Hälfte versenkt, sonst kriegen Sie eine Regenrinne. Und da steht dann mehr raus, die Gefahr der Gingiva-Schädigung ist höher. Und ich präpariere mit Zylindern vor und finiere mit Koni. Denn es ist immer leichter, aus einer parallelen Präparation eine konischere zu machen, als aus einer konischen wieder eine parallele. Weil wie wollen Sie das machen? Sie können oben an der Kante adhesiv aufbauen oder Sie müssen unten steil präparieren, dann kriegen Sie eine riesenbreite Stufe. Wollen Sie auch nicht. Und ich habe gesagt, das Hauptproblem ist, wir präparieren zu konisch. Also präparieren Sie erstmal komplett parallel. Sie müssen Ihre Hand nicht schwenken. Sie führen Ihr Instrument mit einem Zylinder gleichmäßig. Und in dem Instrument ist der Konus eingebaut. Sie machen die gleiche Bewegung beim Finieren, führen parallel und bekommen automatisch Ihren Konus. Ich bin großer Freund davon, meine Werkzeuge zu kennen. Und die haben auch Namen und Nummern. Und die letzten drei Zahlen hier, das ist der Durchmesser. Immer an der dicksten Stelle oder bei Koni eben hinten am Schaft. Und wenn Sie wissen, dass Sie ein 12er Instrument haben und das zu 80% versenkt haben, dann wissen Sie genau, wie viel Sie präpariert haben. Also Ihre Instrumente können auch Ihre Messwerkzeuge automatisch sein. So, zum Abschluss zeige ich Ihnen einfach nochmal Step by Step. Das finden Sie auch bei Komet in den Prospekten. Das haben wir damals, Fotos gemacht am Phantom, wie wir mit diesem Expertenset, wie da das gedacht ist und wie das Vorgehen ist. Wie gesagt, mit dem Zylinder vorpräparieren, nur darauf achten, eine möglichst gleichmäßige Stufe zu präparieren, 1 mm rundherum und man ist erstmal noch ein bisschen weiter supragingival. Beim Finieren geht man dann noch ein Stück weiter runter, dann wird automatisch die Stufe auch kleiner. Also kann man hier seine 1 mm versenken, also das 12er Instrument fast komplett rein und dann haben Sie auch wirklich rundherum Ihren gleichmäßigen Abtrag. Wenn Sie dann von oben schauen, dann haben Sie eine schöne gleichmäßige Keramikstufe. Der kurze Zylinder ist dafür gedacht, okklusal zu reduzieren und da wird nicht zwiebelschalenartig so witt so ein bisschen rumgeschliffen, sondern Sie versenken das Instrument komplett auf Anschlag. Dann wissen Sie das ja, wo ist die Zahl? 14, 1,4 mm versenkt haben und dann wird quer rübergezogen. Und dann in den vier Ebenen die Kauffläche nachvollziehen, die vier Neigungen der Okklusalfläche und dann haben Sie Ihre Vorpräparation auch schon fertig. Dann lege ich meistens den Faden, weil mit den groben Instrumenten habe ich noch nicht gern einen Faden drin. Die groben, abgerundeten Koni sind drinnen, wenn Sie gleich damit loslegen wollen. Das macht auch Sinn, wenn Sie mal eine EKR machen und eben nicht diese Stufe vorpräparieren wollen. Aber im Prinzip können Sie nach dem Zylinder dann auch schon mit dem Finierer, mit dem konischen Finierer nacharbeiten. Sie gehen ein bisschen mehr Richtung Gingival, legen Ihren Rand isogingival oder leicht subgingival. Führen Ihr Instrument identisch, müssen nicht irgendwie rumschwenken, weil der Konus ist im Instrument bereits eingebaut. Und machen eben diese schön ausgeprägte Hohlkehle. Ganz, ganz wichtig bei Vollkeramik ist eigentlich die wichtigste Regel, alles immer abrunden. Und da sind flexible Scheiben am besten geeignet, weil wenn Sie mit einem starren Instrument eine Kante wegmachen wollen, kriegen Sie links und rechts zwei neue Kanten. Also sehr schwer, so leichthändig zu arbeiten. Und so sieht es dann einfach im Alltag aus. Kennen Sie alle, machen Sie jeden Tag. Adhesive Aufbaufüllung, lieber ein bisschen zu viel drauf, vorpräpariert, Faden legen. Nachpräparieren und eines der Hauptprinzipien in der Zahnheilkunde ist, versuchen Sie alles, was Sie systematisieren können und immer gleich machen können, auch immer gleich zu machen. Wenn Sie heute mal so und morgen so und dann probieren wir dieses Instrument aus, Sie werden sich nicht weiterentwickeln, Sie werden immer andere Ergebnisse haben. Es ist eh jeder Fall komplett anders und Sie müssen die Dinge, die Sie gleich schalten können, auch immer versuchen, konstant identisch zu machen und dann bekommen Sie auch identisch gute Abdrücke, identisch gute Präparationen. Frontzähne, das Gleiche, nur eben einfach der Vollständigkeit halber, separieren mit dem sehr dünnen, zylindrisch, parallel, von oben prüfen, dass Sie eine gleichmäßige Stufe präpariert haben, dann die Ebenen anlegen, kürzen. Das Ei ist dafür gedacht, um palatinal eben genug die Aushöhlung präparieren zu können. Und dann wird finiert, abgerundet und Sie haben Ihre Vorgabe erfüllt. Hier sehen Sie die Zusammenfassung, die kann man, glaube ich, auch im Internet sich anschauen. Also Mindestschichtstärken einhalten,
darauf achten, dass Sie nicht zu konisch präparieren. An jedem Molaren immer eine Retentionsrille, das ist kein Fehler. Eine schön ausgeprägte Hohlkehle für die Vollkeramik und alles abrunden. Hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was mitgeben, Sie am Montag loslegen können. Wenn Sie Fragen haben, bin ich da. Dankeschön.